So ihr Lieben, es ist endlich soweit. Godzilla Minus One ist im Kino gestartet und wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, an dem ihr jetzt das Video hier seht, sogar schon wieder aus dem Kino ausgelaufen. Und ja, der Film hat tatsächlich wohl nur eine Laufzeit von 2 Tagen. Ich meine, das wäre so verkündet worden. Ich werde sie gerade nochmal einblenden, wenn das gerade Schwachsinn ist, was ich erzähle. Auf jeden Fall wird der Film Godzilla Minus One eben nicht gehandhabt wie ein ganz normaler Kinofilm, sondern mehr so wie ein kleines Special, was wir halt in bestimmten ausgewählten Kinos für einen bestimmten Zeitraum sehen können. Was sehr schade ist, denn ich habe das Privileg gehabt, zusammen mit dem lieben Pandamann, Kanal ist mal da oben verlinkt, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, den Film Godzilla Minus One bei der Premiere in Köln zu schauen. Und ja, auch der liebe Pandamann hat das ein oder andere Video geplant, zu Godzilla Minus One aufzunehmen. Wie gesagt, schaut einfach mal auf seinem Kanal vorbei. Eventuell ist ja auch schon das ein oder andere Video von ihm erschienen. Und wir haben den Film, wie gesagt, geguckt und ich werde jetzt in diesem Video hier einen komplett spoilerfreien Talk, meine spoilerfreie Kritik, meine Meinung zu diesem Film kundgeben. Und ich betone das hier ganz extrem, weil es wie immer nur meine Meinung ist. Wenn ich etwas gut finde, das ihr nicht gut findet, ist das vollkommen okay. Und wenn ich etwas schlecht finde, wo vielleicht der Rest der Welt sagt, ey, das ist immer genial, auch dann ist das vollkommen in Ordnung, bitte nicht ausflippen. Aber eine ganz wichtige Sache hier, die ich diesmal auch sehr akribisch vornehmen werde, ist, ich betone es nur ein einziges Mal, ich werde in diesem Video hier nicht spoilern. Das bedeutet natürlich auch, dass ich euch alle dazu auffordere, keine Spoiler in die Kommentare reinzuschreiben. Ich will auch keinen Satz mehr lesen wie, Tobi, du hast zwar gesagt, keine Spoiler, aber Achtung, Spoiler, und dann lasst ihr einen riesigen freien Platz in der Kommentarspalte frei und Spoiler trotzdem. Das war bei Jurassic World Dominion extrem anstrengend. Ich weiß auch nicht, was das für ein Tick ist, dass Leute spoilern müssen. Das ist wie so ein Drang. Ich muss jetzt Spoiler raushauen. Bitte einfach sein lassen, das wird jetzt hier auf dem Kanal auf jeden Fall dann erst einmal geblockt, das heißt, ihr werdet dann mit eurem Account auf dem Kanal geblockt, wenn jetzt hier Spoiler rausgehauen werden. Das ist nämlich wirklich extrem anstrengend, jedes Mal dasselbe wieder von sich geben zu müssen. Unter einem spoilerfreien Video bitte eben einfach nicht spoilern, sonst macht es ja auch keinen Sinn, das Video spoilerfrei zu nennen. Dafür habe ich noch eine ganz große Ankündigung, denn es wird auch einen Spoiler-Talk geben und da dürft ihr spoilern ohne Ende. Dieser Spoiler-Talk wird zusammen mit dem Pandamann und Sebastian von Filmstart stattfinden. Ja, ich habe Sebastian mal angefragt, weil er eben auch ein riesiger Godzilla-Fan ist. Und er hat zugesagt, wir werden zum Zeitpunkt, wenn dieses Video hier veröffentlicht wird, am Samstag drauf den Talk aufnehmen. Das wird kein Livestream werden, das wird ein Talk werden, den wir aufnehmen, der wahrscheinlich aber auch eine Stunde toppen wird von der Laufzeit her. Und dann werdet ihr hier unsere komplett ungefilterte, spoilerfreie Meinung zu Godzilla Minus One kennenlernen und hören und eben auch sehen. Also wenn du den Film noch nicht gesehen hast und dich vielleicht nicht spoilern lassen möchtest, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Hier wird es keine Spoiler geben, ich werde dir aber erklären, was du vielleicht vor dem Film für Erwartungen haben solltest und naja, worauf du dich einlassen musst, wenn du diesen Film schaust. Wie gesagt, alles komplett spoilerfrei. Wir fangen jetzt an, Godzilla Minus One, ich habe Bock drauf drüber zu quatschen. Los geht's! Lustige Anekdote nochmal zum Anfang, wenn euch mein vieles Geschwätz am Anfang stört, ihr werdet unten auch so ein Timeskip haben, da könnt ihr auch die verschiedenen Kapitel vorspulen. Ich habe vor kurzem erst noch mit dem lieben Nico von Medienmelage über das Thema aktuelle Filme in Hollywood und generell im Kino gequatscht. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ich sehr Hollywood- und Kinofilm verdrossen bin. Das heißt, ich habe irgendwie, nicht mehr so extrem viel Spaß an vielen Filmen oder eben an vielen Projekten. Was eben zum einen damit zusammenhängt, dass ich finde, dass egal ob du inzwischen Jurassic World, Marvel oder auch das Monsterverse guckst, die Filme fühlen sich alle immer sehr ähnlich an. Wir haben nur noch perfekte Figuren, es gibt keine wirklichen Fallhöhen mehr in diesen Filmen und vor allem bin ich sehr empfindlich dahingehend, wenn ich mir zu viel erwarte von einem Film. Zum Beispiel, weil mir eben auch erzählt wird, sowas hast du noch nie auf der großen Leinwand gesehen. Das hat bei mir wirklich damals angefangen bei Django Unchained. Der Film wurde in den Himmel gehypt und dann habe ich ihn gesehen und habe mir gedacht, der Film ist gut, aber er ist jetzt nicht so gut, wie er behandelt wurde und das gab es öfter mal, diese Momente. Und als ich in Godzilla Minus One im Kino saß, mit dem lieben Pandamann zusammen,
hat der liebe Pandaman mir erzählt, ja, es gibt erste Gerüchte und erste Stimmen, die wohl aufgeploppt sind, dass Godzilla Minus One nicht einfach nur der beste Godzilla aller Zeiten wird. Nein, dieser Film hat wirklich so ein Gewicht, dass er der beste Film des Jahres 2023 werden kann. Und das eben auch aufgrund der Story, die im Film erzählt werden soll. Und ich habe mir dann gedacht, oh je, da muss ja eine extrem krasse Geschichte dahinter stecken. Das heißt, auch in diesen Film bin ich mit einem extrem Vorurteil reingegangen und habe dann quasi etwas extrem Großes erwartet. Und ihr wisst ja, wie das abläuft. Wenn man ins Kino geht und sich denkt, das wird jetzt ein Meisterwerk, ist man oftmals enttäuscht. Und wir fangen mal ganz kurz an, die Geschichte spoilerfrei zu besprechen. Worum geht's? Der Film erzählt uns die Geschichte eines Deserteurs. Eines Deserteurs, der ein Kamikaze-Flieger im Zweiten Weltkrieg gewesen ist und der allerdings, naja, dann irgendwie behauptet hat, dass sein Flugzeug nicht funktioniert hätte. Also er konnte seinen Kamikaze-Auftrag nicht durchführen, da das Flugzeug defekt gewesen ist. Und dann kommt eben raus, nee, das war eine Lüge. Er hat einfach Angst vor dem Tod gehabt. Also er wollte sich nicht selber umbringen, um eben in diesem Krieg seine Mission, seine Ehre, wie es auch im Film später genannt wird, durchzuführen und eben, naja, durchzusetzen. Dieser Deserteur gelangt dann später zurück nach Tokio. Und aus dem Trailer kennen wir auch schon Tokio. Die Stadt ist komplett zerstört durch den Weltkrieg. Und hier muss er eben dann auch feststellen, naja, dass die meisten Leute, die er mal kannte, eben im Krieg gestorben sind. Und hier bekommen wir schon einen sehr wichtigen Plotpunkt mit in die Geschichte eingebaut, nämlich das Thema, ob es okay ist, im Krieg eben einfach mal Nein zu sagen und eben zu fliehen, seinen Auftrag vielleicht nicht durchzusetzen. Unsere Hauptfigur, also unser Protagonist, lernt dann daraufhin eine Frau kennen, die mit einem Kind versucht, über die Runden zu kommen, also mit einem Baby. Und dann stellt sich später heraus, dass das Baby nicht mal das leibliche Baby von dieser Frau ist. So, jetzt haben wir eben die Konstellation von diesen drei Figuren, die versuchen müssen, in einer Welt der Nachkriegszeit irgendwie über die Runden zu kommen und auch quasi das Baby zu ernähren. Und das ist alles sehr charmant geschrieben. Und auch hier muss ich wirklich sagen, ja, tatsächlich finde ich, dass diese Story sehr untypisch für einen Godzilla-Film ist. Eine der größten Kritiken an dem Monsterverse von Hollywood ist es eben, dass die menschlichen Figuren überhaupt nicht funktionieren. Sobald wir irgendwie von dem Geschehen der Kaijus wegschneiden und sehen, was die menschlichen Hauptcharaktere machen, sind wir meistens gelangweilt. Warum ist das so? Weil wir zum Beispiel eine Figur haben, die von Aaron Taylor Johnson gespielt wird, die nicht einfach nur unsympathisch ist, sondern die einfach auch nicht menschlich ist. Das ist ein Typ, der in reinem Patriotismus aus dem Flugzeug aussteigt, gerade aus dem Kriegsgebiet kommt und einfach so cool drauf ist, dass er gerade noch die Tür reingeht, erstmal seine Frau flachlegt, auch mit dem Kind erstmal super gut zurechtkommt und dann wieder in den Krieg ziehen muss. Und sogar in dem Moment, in dem Aaron Taylor Johnsons Figur eigentlich Schwäche zeigen sollte, ist er trotz allem immer noch so cool, dass er sagen kann, ja, ich gehe trotzdem wieder in den Krieg. Ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich finde, Patriotismus ist nicht immer etwas Schlimmes in Filmen. Da wird man jetzt auch wieder drüber diskutieren können, wie das aussieht. Aber Patriotismus sorgt eben dafür, dass es sehr schnell lächerlich wird. Denn was in den Hollywood-Filmen immer so, naja, so ganz grob umgesetzt wird, sind eben diese schon eher lächerlichen, patriotistischen Nachkriegshelden, in Anführungszeichen, die uns das Ganze eben so ein bisschen romantisieren. Was jetzt aber Godzilla Minus One macht, um wieder den Bogen zurückzuschlagen, ist uns menschliche Figuren zu zeigen, um die wir uns auch kümmern, um die wir uns sorgen, die uns näher gebracht werden. Wir haben hier einen, in Anführungszeichen, Helden, also unsere Hauptfigur, der alles andere ist als ein Held, der quasi seinen Auftrag nicht durchgeführt hat, der vor dem Krieg weggelaufen ist und der eben auch noch starke Nachkriegstraumata hat, um die er sich eben kümmern muss. Und das spielt alles sehr stark in diese Geschichte mit ein. Wir lernen diese Figur extrem gut kennen in der kurzen Laufzeit des Films, obwohl der Film, glaube ich, mitunter einer der längsten Godzilla-Filme ist. Ich werde hier gerade mal einblenden, wie lange der Film jetzt genau gelaufen ist. Auf jeden Fall lernen wir diese Figur dadurch schon wesentlich mehr kennen als jede einzelne Figur im Monsterverse aktuell. Und ich will jetzt hier gar nicht mal anfangen, den großen Vergleich, das große Bashing zu machen, Godzilla Minus One gegen das Monsterverse. Ich mag das Monsterverse auch auf seine Art und Weise, bin aber trotz allem froh, mal so einen Film gesehen zu haben, der es wirklich schafft, so eine persönliche Note mit einzubauen. Und ihr merkt, ich habe gerade noch kein einziges Wort über Godzilla an sich verloren, weil der Film es trotz allem schafft, auch da schon spannend zu sein, bevor wir Godzilla überhaupt das allererste Mal sehen. Denn auf die allererste Begegnung von Godzilla gehe ich hier einfach mal nicht ein, weil das wäre ein Spoiler. Das besprechen wir auf jeden Fall im Spoiler-Part nochmal ganz genau. Die Familie muss also dann beginnen, den Alltag rumzukriegen. Das heißt, das Baby muss ernährt werden. Der Mann, also unser
unser Hauptcharakter, der Deserteur, muss sich einen Job suchen und auch die Frau fängt dann an, naja, sich in diese Familie mit einzugliedern. Und auch sie möchte dann auf einmal einen Job haben, weil sie auch der Meinung ist, naja, es kann ja eben nicht schaden. Je mehr Geld reinkommt, umso besser eben für uns. Und die Jobs, die die beiden Figuren annehmen, gerade auch von der männlichen Hauptfigur, sind essentiell wichtig für die Geschichte. Also das Drama dieser Familie wird damit in die Godzilla-Handlung sehr stark eingebaut, weil diese Jobs, ich verrate jetzt hier nicht in welcher Variante, aber die werden einfach in die Godzilla-Handlung mit integriert. Wie gesagt, gerade eben der Job von unserer männlichen Hauptfigur, ich habe mir die Namen leider nicht merken können. Da gibt es sogar nochmal einen kleinen Twist dann später, den ich auch ganz charmant fand. Das ist so eine kleine Regierungskritik, die wir dann da mitbekommen. Und das gefällt mir alles unfassbar gut in diesem Film. Und ich bin ja auch ein riesiger Fan von Shin Godzilla. Ich finde, das macht Godzilla Minus One aber noch etwas besser. Denn auch in Shin Godzilla, da hat man quasi auch das Chaos gemerkt. Man hat dann diesen Druck gemerkt, den die Regierung hatte aufgrund von Shin Godzilla. Aber hier haben wir wirklich echte Charakter, echte Figuren. Und diese Figuren haben natürlich auch Schwierigkeiten im Leben, im Alltag, in der Nachkriegszeit. Und eben auch dann, wenn Godzilla auftaucht. Und wir machen uns wirklich Sorgen um diese Figuren, dass denen was passieren könnte und wir hinterfragen sehr viele Entscheidungen, die diese Figuren auch treffen. Ich persönlich war einfach mittendrin im Film. Ich hatte meinen Spaß damit, ich hatte wirklich zum Teil auch Angst um diese Hauptcharaktere und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig an diesem Film, an dieser Geschichte. Um nochmal zur Story ganz kurz zurückzukommen, natürlich handelt dann die Story auch davon, dass wir Godzilla in irgendeiner Form aufhalten oder eben vernichten müssen. Denn Godzilla macht ungefähr das, ohne zu spoilern, was man auch im Trailer sieht. Er taucht auf und es gibt einen hergen Anflug an Zerstörung. Das Ganze nimmt natürlich unfassbare Ausmaße an und es gibt immer wieder kleine Referenzen an den allerersten Godzilla von 1954. Es gibt ja auch Gerüchte, die sagen, oder es gibt, ich sag mal, böse Stimmen, die behaupten, Godzilla Minus One wäre einfach nur ein Remake. Dazu komme ich aber noch in einem anderen Video, da wird es noch ein genaues Video dazu geben, ob das wirklich so ist oder ob das Sinn macht, ob das irgendwie haltbar ist. Auf jeden Fall geht es dann eben sehr stark darum, dass Godzilla aufgehalten werden muss. Und der Titel Minus One erklärt eigentlich die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. Denn der Film beginnt 1945, direkt nach dem Weltkrieg. Und wir bekommen so ein paar Zeitetappen. Das heißt, frühere Aussagen von wegen, der Film spielt in dem Jahr 1945, die sind nicht richtig, denn es gibt so ein paar Zeitsprünge. Und wir haben, glaube ich, nur die ersten 20 Minuten circa in diesem Zeitraum von 1945. Auf jeden Fall sind wir eben noch in der Nachkriegszeit. Und Tokio wird nach und nach wieder aufgebaut. Es werden wieder Jobs angeboten. Es wird so eine Art von Infrastruktur wieder aufgebaut. Und immer wieder unterbrochen durch Godzilla-Angriffe und das fühlt sich alles sehr kriegsreal an. Gerade eben auch, wenn dann die Sirenen wieder losgehen und das passiert einfach in Szenen, wo man das nicht erwartet. Wir haben ganz normale Szenen, wo sich jetzt Menschen unterhalten. Es gibt sehr charmante Szenen zwischen Hauptcharakteren. Es gibt nämlich noch mehr Hauptfiguren als nur diese drei, die ich eben gerade genannt habe. Und da gibt es eine Szene, wo sie eben alle dann zusammensitzen und auch mal was essen und Sake trinken und sich unterhalten. Und hier und da auch kleine Gags, die mit eingebaut werden. Auf einmal gehen dann diese Sirenen los, weil Godzilla auftaucht. Und du hast direkt dieses Kriegsfeeling. Und das hatte ich das letzte Mal gehabt, als ich 2019 zum allerersten Mal Godzilla 1954 gesehen hatte. Ja, ich habe den allerersten Godzilla tatsächlich erst so spät gesehen. Und das ist mein absoluter Lieblings-Godzilla-Film bis dato. Ich gehe im Spoiler-Part darauf ein, ob Godzilla Minus One den Film für mich übertroffen hat, weil da muss ich in den Spoiler-Part mit einsteigen. Auf jeden Fall sehen wir jetzt eben auch hier ein Tokio, das schon komplett auf Null runtergebombt wurde und eben nach dem Krieg sich erstmal wieder erholen muss. Aber Tokio schafft es nicht wirklich, sich wieder zu erholen, weil immer wieder diese Godzilla-Angriffe eben passieren. Deswegen auch der Titel Minus One. Die sind quasi auf Null runtergesetzt durch den Weltkrieg und jetzt eben nochmal auf Minus Eins runter durch den Angriff von Godzilla. Und das merkt man extrem, während in anderen Godzilla-Filmen die Entscheidungen eigentlich immer glasklar waren. Zum Beispiel, wir greifen zu irgendwelchen Waffen. Mit irgendwelchen Waffen ballern wir jetzt einfach auf Godzilla los. Haben wir hier einfach den Moment, dass Leute wirklich besprechen, was sie jetzt gegen Godzilla machen. Und dann wird auch erwähnt, dass die USA zum Beispiel nicht zu Hilfe kommt. Das ist relativ unbedeutend für die Geschichte an sich. Also Japan ist komplett auf sich alleine gestellt. Und der Grund, warum sich alle anderen Länder raushalten, hat einen geschichtlichen Hintergrund. Ich werde es jetzt hier einfach auch nicht spoilern, für diejenigen von euch, die wirklich gar nichts mehr von dem Film wissen wollen. Auf jeden Fall geht es dann eben genau darum, was machen wir jetzt gegen diese monströse Gefahr in Form eines Godzilla, der jetzt hier aufgetaucht ist
und das Land wirklich in Angst und Schrecken setzt. Und naja, eben auch ein, wir sehen einfach ein Japan, das nicht zu den Waffen greifen kann, denn es gibt eben so gut wie keine Waffen mehr, die sie gegen dieses Geschöpf anwenden können. Und ich muss jetzt wirklich aufpassen, was ich hier sage, um wirklich rein gar nicht zu spoilern. Das ist im Endeffekt aber die grobe Geschichte. Das heißt, wir haben hier wirklich zwei Parts in der Geschichte. Einmal diesen Familienpart, wo wirklich sehr schöne Momente mit dabei sind, wo auch zum Teil sehr traurige Momente mit dabei sind, wo man hier und da auch mal lachen und schmunzeln musste, alles sehr charmant gelöst. Und wir haben eben den Part mit Godzilla und wie die Regierung darauf reagiert. Und diese beiden Parts werden dann miteinander mehr und mehr verschmolzen, bis dann eben logischerweise der große Climax kommt. Es hat mir verdammt gut gefallen. Der Film hat einen wunderschönen Aufbau. Er fühlt sich angenehm lange an, und da muss man wirklich das Angenehm davor sagen, denn wenn man sagt, der Film fühlt sich lange an, ist das meistens so ein schlechtes Zeichen. In diesem Fall allerdings hatte ich wirklich meinen Spaß damit gehabt und habe diese Laufzeit eben auch genossen, weil es eben auch sehr viel erzählt werden muss. Es gibt teilweise einfach Momente, die mal einfach im Raum stehen gelassen werden, wo du einfach nicht Cut auf Cut auf Cut auf Cut hast. Da ist auch nur ein Moment, wo man sieht, wie Godzilla im Kreis schwimmt oder irgendetwas ähnliches, das einen bestimmten Aufbau mit sich bringt. Kommen wir vielleicht auch mal zu Godzilla an sich, denn auch über das Design von Godzilla selbst wird sich wahrscheinlich hier und da streiten lassen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass Godzilla hier wirklich, er hat wieder eine sehr, sehr, sehr eigene Persönlichkeit, wie ähnlich auch bei Shin Godzilla. Und es wird dir als Zuschauer, das kann man vorweg sagen, das ist wie gesagt auch kein Spoiler, es wird dir nicht auf die Nase gebunden, wo Godzilla herkommt, was Godzilla wirklich will, quasi generell, warum ist Godzilla eigentlich da? Es bleibt mehr oder weniger ein Rätsel, und das haben sie ähnlich gelöst wie auch bei Shin Godzilla. Es gibt bestimmte Details und Dinge, auf die du achten kannst, die dir ein bisschen erklären, wie Godzilla selber auch tickt. Nur mal als Beispiel, Godzilla hat in dem Film einen sehr leeren Blick. Also er guckt zum Teil sehr fokussiert einfach geradeaus, obwohl unter ihm eigentlich die Action abgeht, und läuft eben einfach nur über das Feld drüber. Und die Musik macht's hier wirklich aus, denn wir merken dann irgendwann auch mal, dass die Musik irgendwann umschwenkt, und plötzlich haben wir quasi den Moment, bei dem Godzilla eigentlich wie ein Psychopath rüberkommt, wenn er einfach nur gerade in den Fokus der Zerstörung reinguckt und dann die Musik in so eine traurige Musik umswitcht. Da merken wir dann, dass Godzilla plötzlich mehr als eine Art Opfer in dem Krieg dargestellt wird. Und der leere Blick scheint auf einmal oder wirkt auf einmal so, dass Godzilla auch irgendwie wie eine Art Kriegstrauma hat. Und ich gehe ganz zum Ende von dem Video doch nochmal auf einen klitzekleinen Spoiler ein. Einfach nur, um euch mal zu erklären, was der Pandamann und ich für eine Interpretation gehabt haben, was Godzilla in diesem Film personifizieren soll. Denn wir wissen ja, es gibt viele Toho-Filme, wo Godzilla oder generell die Kaiju irgendeine Art von Gefahr personifizieren. Zum Beispiel der allererste Godzilla-Film. Da war Godzilla die Personifizierung der Angst vor Atomwaffen gewesen. Shin Godzilla war, meine ich, die Warnung vor einer Umweltkatastrophe gewesen. Und jetzt haben wir hier eben auch wieder Godzilla, der eine Personifizierung von einer bestimmten Sache ist. Wie gesagt, ich komme ganz zum Schluss vom Video nochmal darauf zu sprechen, kündige es aber auch vorher an, dass du dich auch gar nicht spoilern lassen musst. Das Design von Godzilla, das ist so ein bisschen gemischt zwischen, er wirkt zum Teil extrem niedlich tatsächlich, gerade eben wenn er im Wasser schwimmt, man sieht, wie seine dicke Knubbelnase so über der Wasseroberfläche noch herausragt, und eben diesem puren, naja, ich will nicht sagen bösen, aber diesem monströsen, diesem Auftreten. Und jetzt kommen wir hier wirklich zum Auftreten von Godzilla. Das hat wirklich Wucht, das habe ich im Kino lange nicht mehr mitbekommen. Also, Shin Godzilla hat es schon vorgemacht, so kann das funktionieren. Ich finde, dass Godzilla in Godzilla Minus One ein bisschen dezenter und dosierter auftritt, aber wenn der auftritt, gerade in drei bestimmten Szenen tritt Godzilla auf, und ey, ist es einfach nur ein unfassbarer Bombast gewesen. Ich sag nur als Stichwort ganz kurz, was wir auch schon im Trailer gesehen haben, der Atomic Breath von Godzilla. Der ist im Film ein bisschen anders als im Trailer, ein bisschen langsamer tatsächlich, also wie sich die Schuppen aus Godzillas Schwanz so rausgehen und danach in ihn wieder reindrücken, wie so ein Magazin, das aufgeladen wird. Das dauert im Film ein bisschen länger und ist vor allem sehr viel stiller. Der Atomic Breath, der wirkt hier wirklich einfach nur wie eine Atomwaffe, wie ein Projektil, das rausgeschossen wird. Und im Kino hat das einfach einen Effekt gehabt, dass du quasi die Szene aus dem Trailer siehst und dann gehen die Stacheln in Godzilla rein. Auf einmal ist alles still. Und was danach passiert, werde ich dir nicht verraten. Du kannst dir eventuell denken, aber das gesamte Kino hat gewackelt, es hat gedröhnt. Es war wirklich ein unfassbares Gefühl, das nochmal so zu sehen. Und
Auch gerade eben das Spiel von Godzillas Angriffen, die eben dann logischerweise auch sehr laut sind. Es gibt eben viel Geschreie, viel Gestampfe, viel Zerstörung. Und jedes Mal, wenn dann diese Szenen aber zu Ende geführt werden, hast du auf einmal diese Stille und diese Trostlosigkeit. Und es ist wirklich unfassbar, was dieser Film für Gefühle bei einem hervorbringen kann. Und ich sage einfach, dass das ist, genau das ist Godzilla, wie Godzilla sein sollte. Genau dieses Gefühl muss ein Godzilla einfach rüberbringen. Und deswegen sage ich tatsächlich, ja, ich bin von diesem Film maßlos begeistert. Ich als jemand, der mit Godzilla wirklich auch erst angefangen hat 2019. Ich kann einfach nicht erklären, wie unfassbar froh ich bin, diesen Film im Kino gesehen zu haben. Wenn du die Chance dazu nicht haben solltest, trotz allem wird der Film auch im Heimkino auf dem Fernsehen unfassbar geil werden. Das ist ein Meisterwerk geworden, meiner Meinung nach wirklich gerade eben für die Toho-Godzilla-Filme. Und ich würde einfach sagen, wir quatschen da im Spoiler-Part nochmal ausführlicher drauf. Es werden jetzt auch noch Videos auf dem Kanal hier kommen, wo ich mal auf das Ende von Godzilla eingehe, auf bestimmte Theorien und auch eben auf die, naja, auf Dinge eben, die Spoiler beinhalten werden. Auch da werde ich auf jeden Fall ankündigen, dass hier Spoiler zum Film mit dabei sein werden. Und unser ausführlicher Spoiler-Talk wird dann, wenn alles gut läuft, nächste Woche Sonntag veröffentlicht werden, zusammen mit Sebastian von Filmstarts und dem lieben Pandamann. Das wird einfach genial und ich habe tierisch Bock drauf, dass Godzilla jetzt endlich wieder zurück ist. Wir haben einiges zu bequatschen. Jurassic Park und Jurassic World wird dabei auch nicht ausgelassen werden, keine Sorge. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare unten rein, wenn ihr dem Film Punkte geben müsstet. Das wäre für mich eine ganz glatte 10 von 10, was Godzilla-Filme angeht, auf demselben Level, wie ich auch den allerersten Godzilla-Film gerankt hätte. Wie ich jetzt die beiden gegenüberstellen würde, wen ich von beiden Filmen besser finde, besprechen wir allerdings auch im Spoiler-Talk. Da bin ich nämlich auch mal drauf gespannt, was Sebastian dazu sagt oder auch der liebe Pandamann. Und bleibt wie immer bitte spoilerfrei unter diesem Video, wenn spoilerfrei drüber steht, das wäre wirklich super. Ich habe da echt keine Lust drauf, jetzt hier die Leute rauszuschmeißen. Deswegen, ja, schreibt mir einfach eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Eure Punkte, was würdet ihr Godzilla Minus One geben? Habt ihr ihn schon gesehen? Habt ihr ihn vielleicht noch nicht gesehen? Schreibt mir alle eure Gedanken spoilerfrei unten rein. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.